Also ich bin zum Schauspielern über meine Mutter gekommen, auf die Idee gekommen, weil die selber auch Schauspielerin ist. Und ja, das hat mich neugierig gemacht. Ja, dann wollte ich es auch mal machen, ausprobieren. Und dann hat mir meine Mutter dabei geholfen, das erste Casting sozusagen zu finden. Und ja, und dann habe ich auch gleich die Rolle von Nimmermehr bekommen. Mir hat gefallen, die Geschichte hat mir gefallen. Ja, das Drehbuch insgesamt. Damals war ich 9 Jahre alt. Nee, das Drehbuch habe ich mit meiner Mutter zusammen gelesen. Ich gucke gerne Actionfilme und Komödien. Weiß nicht, vielleicht habe ich ein besseres Talent für ernste Sachen. Aber ich würde auch gerne mal Komödien spielen. Ich bereite mich eigentlich nicht viel auf meine schwierigen Rollen vor, halt Text lernen so ein bisschen und ja, ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, ich kann mich gut in Situationen und in andere Menschen hineinversetzen oder auch ausgedachte Menschen. Und ja, und durch die Kleidung und auch durch das Set, durch das ganze Set fühle ich mich einfach auch wie die Person und kann dann halt so spielen, wie es im Drehbuch steht, oder? Mir gefällt gut, dass man verschiedene Personen sein kann, die man im echten Leben nicht ist oder nicht sein möchte, teilweise vielleicht auch. Ja. Also im Moment möchte ich schon Schauspieler werden. Nur ich finde es auch sehr interessant, Psychologe zu sein, werden. Ja, im Frühjahr 2011, so ungefähr, kommt ein schwedischer Krimi, wo ich mitspiele. Als Sohn vom Kommissar. Ja. Also in Zukunft würde ich gerne Komödien sozusagen ausprobieren, ob mir das auch liegt. Und Fantasy-Filme. Nein, ich möchte eigentlich, ich finde die Rollen von bösen Leuten, finde ich interessanter. Also, meistens drehe ich ja sowieso in den Ferien, meistens auch in den Sommerferien. Und wenn ich mal nicht in den Sommerferien drehe, dann bekomme ich frei von der Schule. Dann muss ich halt das, wo ich nicht da war, die Tage muss ich halt nachholen, aber ich habe keinen Privatlehrer. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl. Kam natürlich auch überraschend, dass ich den Preis gewonnen habe. Hab mich aber auch sehr gefreut darüber und ja, bin auch stolz drauf. Ja, es war mein erster Preis. Also es ist immer noch sehr komisch, mich selber zu sehen und hören, wie ich spreche, weil das ist ja
kennt ja vielleicht jeder, das ist immer ungewohnt und ich mag das auch nicht so gern, mich selber zu hören. Also meine erste Fremdsprache ist Französisch und meine zweite Englisch. Ja, also ich hatte schon mal eine Casting-Anfrage für einen Steven Spielberg-Film, aber ich habe dann entschlossen, dass ich noch nicht hingehe, weil ich noch nicht so weit bin mit der Sprache, aber ich arbeite jetzt ganz fleißig daran und ja, dass ich es beim nächsten Angebot schaffe. Folgt mir auf Twitter. Was? Hättest du was anderes sagen sollen? Bisschen Spaß. Nein. Percy Jackson, die... Nein. Nein. ich weiß es nicht. Mr. Bean. Was? Was ist jetzt? Oh, yeah.